TV. Liebe Blombergerinnen und Blomberger, ich freue mich, Ihnen auf diesem Wege die herzlichen Neujahrsgrüße der Stadt Blomberg überbringen zu können. Sicherlich haben Sie die Weihnachtstage gut verbracht, zumindest wünsche ich Ihnen das, und haben vielleicht auch die Gelegenheit genutzt, einmal ein klein wenig in sich zu gehen, haben überlegt, wie ist das Jahr 2016 für mich verlaufen? Ist es positiver, ist es etwas negativer vielleicht gewesen? Das Leben besteht ja immer aus einem leichten Auf und Ab. Ich hoffe aber von Herzen, dass Sie für sich haben, unter dem Strich, ein sehr positives Ergebnis für sich ziehen können, dass Sie sagen können, das Jahr 2016 ist gut gewesen. Ich habe das für die Stadt Blomberg, für unsere Großgemeinde auch gemacht. Und wenn man so zurückschaut, dann haben wir im Jahr 2016 ganz, ganz viele positive und schöne Ereignisse gehabt. Viele Gäste waren bei uns beim Königinnentag. Und es war gleichzeitig natürlich auch erstmalig so, dass alle unsere Plätze, der Marktplatz, der Martiniplatz, der Pitteritplatz, richtig bespielt wurden. Und das war diesem Wochenende natürlich ganz bemerkenswert. Gleichzeitig haben wir auch festgestellt, dass genau diese Plätze auch unterjährig gut angenommen werden. Die Gastronomie macht sich im positiven Sinne breit auf den Plätzen und strahlt einfach positiv aus in unserer Altstadt. Es gab aber auch, wenn man so will, harte politische Themen, die uns im vergangenen Jahr 2016 beschäftigt haben. Beispielhaft möchte ich da das Thema der Flüchtlinge ansprechen. Es waren knapp 400 Menschen, die den Weg nach Blomberg gefunden haben, die entsprechend natürlich hier Aufnahme finden mussten, denn sie mussten umsorgt werden, es brauchte Kleidung, es brauchte Unterkunft. Und da ist schon die öffentliche Hand, die Kommunalverwaltung an ihre Grenze gestoßen. Wir hätten das nicht schaffen können, wenn es uns nicht gelungen wäre, so viele Ehrenamtler mitzunehmen oder vor allem die Ehrenamtler, die uns mitgenommen haben, die uns unterstützt haben an vielen Stellen. Das wäre sonst nicht zu schaffen gewesen. Und deswegen geht an dieser Stelle mein ausdrücklicher Dank noch einmal an all diejenigen, die uns unterstützt haben, die uns da begleitet haben. Respekt, Dank und Anerkennung für diese Arbeit. Stellvertretend sind insofern die Helfer bei den Flüchtlingsproblematiken natürlich hier genannt. Gleichzeitig geht ein Dankeschön natürlich an alle anderen Ehrenamtlichen, die sich an vielen Stellen in unserer Stadt für ihre Stadt, für ihre Vereine und so weiter engagieren. Und im Jahr 2016 haben wir natürlich auch hochrangigen Besuch gehabt. Der Bundespräsident Joachim Gauck hat die Firma Phoenix Kontakt und damit indirekt natürlich auch die Stadt Blomberg besucht. Das war ein sehr schönes Ereignis und natürlich eine besondere Unterschrift im Goldenen Buch der Stadt Blomberg, wenn dann der erste Bürger unseres Landes sich denn dort verewigt. Und da sind wir auch schon quasi fließend im Übergang zum Jahr 2017. Denn dem alten Bundespräsidenten wird dann im Jahr 2017 ein neuer Bundespräsident folgen und der hat ja auch Bindungen und Wurzeln nach Blomberg, nach Lippe. Frank-Walter Steinmeier, unser vermutlich neuer Bundespräsident, ist hier zur Schule gegangen, hat die Abitur gemacht. Und ich denke mal, über kurz oder lang wird das sicherlich auch dann wieder ein Besuch in Lippe und ein Besuch in unserer Stadt. Ein weiterer Übergang, da darf ich nochmal das Thema der Flüchtlinge aufgreifen, findet sich auch in einer gewissen Fortsetzung in das Jahr 2017 hinein. Nach der ersten Phase haben wir jetzt noch eine zweite Phase zu bearbeiten. Die steht unter der Überschrift Integration. So langsam aber sicher laufen die staatlichen Maßnahmen von Bundes- und Landesebene an. Wir bekommen auch mittlerweile das erste Geld für diese Aufgaben, die wir hier vor Ort erledigen. Aber wie das oft so mit der Bürokratie ist, das eine oder andere handelt nicht so. Die Räder müssen noch ineinander greifen. Und vor allen Dingen ist das so natürlich ganz schwierig und einzelne Sachverhalte sind auch zu klären. Es bleibt also eine große Herausforderung, aber wir sind zuversichtlich, dass wir hier vor Ort mit Unterstützung der Ehrenamtler auch weiterhin dieses Thema gut beackern. Und dann fällt mir für das Jahr 2017 noch ein, dass wir bei unserem städtebaulichen Entwicklungskonzept einen weiteren Schritt machen. Wir befassen uns mit den Stadteingängen. Auch dort wird nochmal überlegt werden, wie wir mehr Besucher, mehr Gäste in unsere Stadt hineinbekommen können. Und das, was der Altstadt lieb ist, das darf auch dann den Ortsteilen billig sein. Wir machen ein sogenanntes IKEC, das integrierte kommunale Entwicklungskonzept. Dort wird auch mit viel Bürgerbeteiligung, mit Zukunftsforen gearbeitet und man muss dann einfach auch nochmal schauen, wie kann man unsere Dörfer attraktiv erhalten, attraktiv gestalten, dass sie weiter lebendige Bestandteile unserer Großgemeinde bleiben können.
Und weiterhin ist eine ganz wichtige Aufgabe im Jahr 2017 die Neuaufstellung unseres Friedhofswesens. Es gilt, ganz unterschiedliche Sachverhalte aufeinander abzustimmen, gut zu lösen. Wir müssen es hinbekommen, einen Spagat zu schaffen zwischen einem stabilen Gebührenhaushalt und insbesondere natürlich den Anforderungen der Menschen an ein attraktives und modernes Bestattungswesen unserer Stadt. Also, es bleiben viele Aufgaben, aber es gibt natürlich auch hoffentlich wieder viel zu feiern im Jahr 2017. Und da ist unser großes Blomberger Schützenfest natürlich die Hauptveranstaltung, auf die wir uns dann im kommenden Jahr freuen. Mir bleibt jetzt noch übrig, auf das Wichtigste hinzuweisen. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche Ihren Familien viel, viel Gesundheit. Denn ohne das wird alles andere ganz schnell nebensächlich. Und das wollen wir auch nie vergessen. Im gemeinsamen Miteinander, im gemeinsamen Wirken für unsere Stadt wünsche ich Ihnen persönlich viel Gesundheit, alles Gute. Bleiben Sie unserer Stadt gewogen. Und in diesem Sinne freuen wir uns gemeinsam auf das neue Jahr 2017. Herzlichen Dank.